Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Assassin's Creed Syndicate und heute machen wir wieder eine Karl-Marx-Mission und zwar ein explosives Ende. Dafür suchen wir Sprengstoff. Die Fracht soll umgelagert werden, wir müssen los. Da hinten steht eine Kutsche. Wenn wir uns drin verstecken, fahren sie uns direkt zu ihr. Ich verstecke mich da drin. Du gehst nach Hause. Heim? In mein kaltes und freudloses Haus, wo ich sämtliche Fenster verdunkle und ein Jahr lang Trauertage? Und dann zurück in die Fabrik als kleines Rad im großen Getriebe des Kapitals? Nein, ich will Gerechtigkeit. Ich brauche diesen Sprengstoff. Niemand wird dieses Nitro benutzen, Kumpel. Weder du noch die. Niemand. Es wurde schon genug Blut vergossen. Ich will eine bessere Welt erschaffen, damit niemand das Schicksal meines Sohnes teilen muss. Nun sag mir ehrlich, wie viel Blut wäre das deiner Meinung nach wert? Im letzten Let's Play haben wir erfahren, dass er seinen Sohn verloren hat, weil der Überstunden geschoben hat ohne Ende. Ja, und Karl Marx ist ja von der Arbeiterpartei. Und deshalb will er natürlich verhindern, dass der Vater jetzt auch noch kriminell wird und sich auch noch sein Leben versaut. Naja, und deshalb gucken wir mal, wie wir das Templerversteck finden, das Nitroglycerin, was wir im letzten Let's Play gesichert haben und uns dann wieder von den Templern geklaut worden ist, wieder erlangen und was wir dann damit machen. Dafür machen wir jetzt hier diese Karl-Marx-Mission und gucken dann mal, wie weit wir bei diesen ganzen Karl-Marx-Missionen generell sind, was uns da noch so erwartet. Bist du auf Ärger aus? Gut so, Mädchen. Und hier müssten wir jetzt irgendwo hin. Ich denke mir mal, dann gehen wir mal zu Fuß rein und schauen mal, was wir hier drin finden. Das ist jetzt das Templerversteck auf jeden Fall. So, hier ist ein Eingang. Und wir sind drinne. So, die Quest aktualisiert sich. Das Nitroglycerin zerstören. Aha, wir sollen das gar nicht holen, sondern wir sollen es einfach nur vernichten, damit die damit nichts mehr anfangen können. Das ist ja auch sinnvoll. Und dafür müssen wir natürlich jetzt hier mal ein bisschen durch das Gebäude. Das optionale Ziel ist, Templer mit Nitroglycerin töten. Was macht sie hier? Die slidet über den Balken und jetzt slidet sie nach unten. Wie ein Blatt. Oder eher gesagt, wie ein Stein. So, hier ist Nitroglycerin. Das können wir jetzt anzünden. Und damit haben wir 1 oder 5 zerstört. Ne, sind 3 Kisten. Mal gucken. Und 1 haben wir nur zerstört. Obwohl es 3 Kisten sind. Wir müssen also noch 4 zerstören. Da war jetzt auch kein Templer in der Nähe. Jetzt gucken wir gleich mal, ob wir vielleicht ein Nitroglycerin erwischen, wo auch ein Templer in der Nähe ist, damit wir dann auch das optionale Ziel schaffen. Das sieht aber so aus, als wäre hier auch keiner in der Nähe. Wir können es natürlich rumtragen. Aber das ist mir dann doch zu tricky. Das machen wir jetzt mal nicht. So, da vorne ist Nitroglycerin. Nun mal, ist hier ein Templer in der Nähe. Da kommt einer. Vielleicht wird er ja davon erwischt. Oh, ich muss weg. Moment. So. 2 von 5 haben wir schon zerstört. Innen drin ist ja gerade ein Zug gegangen. Und da geht das nächste hoch. So, bis jetzt noch keinen einzigen Templer damit erwischt. Ich könnte ja auch mal drauf schießen, wenn einer in der Nähe ist. Jetzt fällt es mir ein. Okay, der ist in der Nähe. Und? Ja, gut. Da hätte ich ja schießen können, aber irgendwie war ich jetzt auch nicht fit genug. So, und da stehen auch noch welche. Ja, genau, ich schieße einmal an. Vielleicht kommt er gelaufen. Na. Der kriegt ein Messer ab und steht da so, als wäre nichts passiert. Okay, dann wird das wohl nichts mit den 5 Templern. So, dann muss ich sie händig erledigen. Okay. Ja, leider wird das mit dem optionalen Ziel also nichts, aber ist nicht so schlimm, weil wir brauchen ja nur die Hauptquest, damit wir hier auch weiterkommen. So, die 2 erledigen wir jetzt auch noch, damit wir auch schön aufgeräumt haben. Und damit ist der auch weg. So, die Quest ist durch. Jetzt sollen wir wieder mit Marx reden. Ja, wie toll, der steht auch in 90 Metern Entfernung. Dann wissen wir auch hier wieder mehr, ob wir den Vater
geschützt haben. Ja, wie cool, da sitzt einer mit dem Buch und liest den Kindern vor. Daneben spielen Kinder irgendwas. Es ist schon cool. Also diese ganze Bevölkerung hier in London ist schon cool gemacht. Sie sind zurück, Mr. Morris? Verstehe. Ich hatte befürchtet, dass so etwas passiert. Er war ein guter Mann, doch auch die Besten können vom Weg abkommen, wenn die Trauer sie blind macht. Trotzdem danke, dass es nicht noch viel schlimmer gekommen ist. Tja, was mit Mr. Morris passiert ist, kann ich euch gar nicht sagen. Der war auf einmal weg. Aber ob der jetzt gestorben ist oder was, keine Ahnung. Er ist einfach nicht mitgefahren. Okay, und damit haben wir die Quest auch durch. Karl Marx geht hier ganz trocken. Und ich denke mal, damit haben wir auch die meisten Karl-Marx-Quests schon fertig. Ich weiß es nicht genau, aber jetzt gucken wir mal, ob wir für die 13.000 Pfund hier uns noch was Besseres kaufen können. Wir sind ja schon Level 9 und haben hier schon die Chimäre. Die könnten wir jetzt sogar upgraden, verbessern. Jawohl, jetzt hat die nochmal mehr, 2 Angriff mehr, okay. Und hier haben wir noch für 7.000 auch die Möglichkeit, ein paar Sachen zu verbessern. Gucken wir mal hier, den N2er. Verbessern wir hier mal den Zanderer oder den N2er. Oh ja, den N2er, den sollte man für 7.000 verbessern. Der sieht dann richtig stark aus. Da ist ja alles fast auf Max, außer die Magazingröße. Da gibt ja gar nichts mehr Besseres. Ja, das ist die letzte Waffe hier. Okay, der Geheimgegenstand kann noch besser sein, aber sonst ist eigentlich nichts mehr besser als der N2er. Super, jetzt haben wir doch mal richtig schön was abgegradet hier. Und ja gut, Skillpunkte haben wir noch. 7, da könnten wir jetzt auch noch hier 6 reinstecken. Kampfausdauer. Ja, dann machen wir das doch mal, dann können wir besser kämpfen. Und damit haben wir einen Erfolg freigeschaltet im Uplay. Ja, Baritus, weiß ich nicht, was das heißt, aber auf jeden Fall haben wir jetzt einen guten Erfolg mehr. Jetzt fehlen nur noch ein paar Skills von den Fähigkeiten, dann sind wir komplett durch. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, ich habe gerade eine Mail bekommen, Entschuldigung, dass ich jetzt hier so viel Krach im Hintergrund habe. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Eevee hat erst 5 Skillpunkte, die bräuchte noch einen. Dann werden wir also bei Eevee nochmal kurz warten. Im nächsten Let's Play wird Eevee dann... Obwohl, hier können wir noch... Genau. Hinrichtung 2. Der hat nur 4 Skillpunkte gekostet. Sehr schön. Noch 5 Skillpunkte. Und Eevee ist auch gemaxt mit ihren Fähigkeiten. Sehr schön. Jetzt singt hier gerade einer. Ist das nicht toll? Sogar in den Kneipen stehen Leute rum, die richtig schön singen und... Ja, irgendwelche englische Folklore zum Besten geben. So, und da vorne ist eine Darwin-Mission. Also auch wieder eine Nebenmission, keine Hauptstory. Aber wir gucken uns auch mal an, wer Charles Darwin so ist. Weil der hat ja irgendwas mit der Evolutionstheorie zu tun. Oder war das D für Dickens? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Dickens ist ja der mit den Horrorgeschichten. Ich glaube, D war Darwins und C war Charles Dickens. Ist ein bisschen ungünstig, dass die beide CD heißen. Die heißen nämlich beide Charles Darwins oder Charles Dickens oder so, ne? Irgendwie so. Okay, da ist er. Charles Darwin, das Berliner Fossil. Beschützen Sie Darwins Kollege und überbringen Sie ein kostbares Fossil. Ja, schön, Big Ben, es geht wieder los. Die nächste Mission startet. Ich wusste gar nicht, dass Sie eine Zwillingsschwester haben, Mr. Fry. Eevee Fry, Sir, ist mir eine Freude. Normalerweise würde es mir ebenso ergehen, Miss Fry. Aber heute, fürchte ich, kann mir nichts Vergnügen bereiten. Was beunruhigt Sie, Sir? Ich bin gewohnt, dass man meine Ideen anzweifelt. Ich lebe geradezu dafür, das Hin und Her einer geistreichen Debatte. Zuletzt allerdings haben die Angriffe auf meine Reputation eine erschreckende Form angenommen. Gewaltandrohungen gegen meine eigene Person... Und meine geschätzten Kollegen. Ich möchte nicht, dass nur wegen meiner Forschung irgendjemand verletzt wird. Sie helfen mir bei Styrix Sirup. Ich schulde Ihnen was. Wir halfen uns gegenseitig, Sir. Mein Bruder und ich sorgen dafür, dass Sie Ihre Arbeit in Frieden fortführen können. Was wissen Sie über Knochen? Ich kenne ein paar mit Namen aus Büchern.
Vielleicht ist es einfacher, wenn ich Ihnen die Sache erkläre. Vor ein paar Tagen hat mir ein deutscher Kollege, Dr. Schwarz, ein Telegramm geschickt. Er teilte mir mit, dass er auf dem Weg nach London sei, um ein äußerst wichtiges Fossil herzubringen. Eigentlich sollte er jeden Moment in Charing Cross eintreffen. Könnten Sie vielleicht dafür sorgen, dass ihm nichts zustößt? Ich werde auf Dr. Schwarz aufpassen und bringe Ihnen dieses Fossil. Richtig. Aber seien Sie bitte vorsichtig. Ist ja schon ganz interessant, dass hier so Missionen drin sind, die auch wirklich stark mit Deutschland zu tun haben. Dieser Karl Marx, ne, ist ja auch wohl ein Deutscher gewesen. Und jetzt auch hier wieder dieser Dr. Schwarz aus Berlin hat auch wieder was mit Deutschland zu tun. Also hier doch ziemlich viele Missionen, die auch mit Deutschland zu tun haben. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal ein Assassin's Creed im alten Berlin oder so. Das wäre ja auch mal nicht schlecht. So 1910 oder so in Berlin. Am Brandenburger Tor und so, obwohl, was gibt's da sonst noch für Locations? Naja, so wichtige Locations gibt's dann da auch nicht mehr. Aber man weiß ja nie. Wäre auf jeden Fall mal ganz interessant zu sehen. Und was haben wir denn jetzt hier? Wir sollen Dr. Schwarz immer noch aufspüren. Ich weiß allerdings gerade nicht, wo der sein soll. Hier in dem grünen Bereich. Hier sind viele, viele Templer oder Rooks. Ne, Rooks sind die von uns. Blighters heißen die Feinde. Ja, die Uhr zeigt 11 Uhr. Da, ich habe ihn gesehen. Ganz links. Dr. Schwarz gefangen nehmen. Unentdeckt bleiben. Ja, wir sollen den ja beschützen. Also wir dürfen ihn nicht töten. Wir sollen ihn nur gefangen nehmen. Und dann soll uns keiner dabei entdecken. Das heißt, wir müssen ganz langsam mit dem gehen, damit der Entdeckungsradius sehr klein bleibt. Dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt einfach mal hier runter fallen. Jo, hat gepasst, nicht tot. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir den mal. Was hat das zu bedeuten? So. Mr. Darwin schickt Dr. Schwarz abliefern. Und ihr Gepäck ebenso. Seien Sie ganz normal. Gut. Also, wie geht es Ihrem Vater? Womit ich meinen lieben Bruder Frank meine, mit dem ich aufwuchs. Versteht sich. Oh, fabelhaft. Schön, das zu hören. Ich tue mein Bestes, mich daran zu erinnern, wie unbedacht es von ihm war, mich nicht über die delikate Situation in Kenntnis zu setzen, die mich heute hierher geführt hat. Das ist ja wie eine Nadel im Heuhaufen zu suchen. Also ihr habt gesehen, an denen sind wir gut vorbeigekommen. Wir haben uns einfach ganz langsam bewegt und ihr seht, wie klein dann dieser Radius wird, wo man entdeckt wird. Und wenn man jetzt also ganz langsam da vorne an den Wachen noch vorbeigeht, dann sind wir ja gleich auch schon am Ausgang. Sind ja nur noch 30 Meter. Das dürfte klappen. Oh, jetzt gehen sie los. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Nein, jetzt kommen die genau hier entgegen. Gibt's doch wieder nicht. Ja, Moment. Gehen wir hier eine kleine Umleitung. So, jetzt, ich bin ein bisschen nervös. Ich will nämlich nicht entdeckt werden. Diesmal möchte ich das optionale Ziel auch haben. Jo. Und wir sind am Ablieferpunkt. Das sieht doch schon mal gut aus. Dr. Schwarz hat den Zug nie bestiegen. Darwins Schicksal ist. So ein gemeiner Kerl. Hat er das gesehen? Das war gar nicht Dr. Schwarz. Das war ein Betrüger. Und den sollen wir jetzt töten. Den falschen Dr. Schwarz aufspüren. Toll. Wo ist er jetzt hingefahren? Das ging zu schnell. Ich war mitten im Kampf. Ach, dann nehme ich mir jetzt hier halt die Feuerwehrkutsche. Und irgendwo hier soll er sein. In diesem grünen Zyklus. Radius. Ja. Und Adlerauge soll ich benutzen. Ich denke mal hier um die Kurve. Aber ich sehe ihn trotzdem nicht. Ich hatte gerade Adlerauge an. Da ist er. Jetzt sehen wir ihn. Den sollen wir töten. Hier mit der dicken Feuerwehr kriege ich den bestimmt platt. Was habe ich da für ein Pferd vorne dran? Irgendwie ein Mega-Elefantengaul oder was? Also so ein riesen Ding wird von einem Pferd schneller gezogen als diese Kutsche. Da kann eigentlich gar nicht sein. Okay, oh nein, falsche Taste gedrückt. Ich drücke einfach mal den Kreis statt das Dreieck. Das war jetzt gar nicht gut. Ich hätte jetzt einfach nur noch schießen müssen.
dann wäre er weg gewesen. Also, wieder hinterher. Noch können wir es schaffen. Er ist noch im grünen Bereich hier. Oder wir sind noch im grünen Bereich. Da vorne ist er wieder. Hat wohl irgendwie Pause gemacht in der Zeit. Den Betrüger töten. Jetzt kommt's drauf an. Kriegen wir ihn erledigt. Hier nochmal um die Kurve. Wir kommen näher. Wann leuchtet er endlich? Können wir schießen? Jetzt. Dreieck, Dreieck, Dreieck. Jawohl. Ja, ja, ja. Und er ist tot. So, jetzt haben wir ihn noch schnell überfahren. Noch das Bäumchen hier abgerissen. Und jetzt sollen wir ihn plündern. Mal gucken, was er hat. Jawohl, wir haben einen Erinnerungsgegenstand gefunden. Und Darwin ist da vorne. Das hat sich ja gelohnt. Wir sind einmal um den Block gefahren. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Cool, da im Pavillon machen irgendwelche Leute Musik oder so. Auch nicht übel. Ist schön gemacht. So, und damit haben wir die Mission auch geschafft. Wieder was. Na, weitergekommen. Endlich. Mein Herz hat gepocht wie verrückt. Haben Sie es? Wunderbar. Aber wo ist Dr. Schwarz? Ich fürchte, er wurde abgefangen, Sir, in Deutschland. Allerdings könnte ich das Fossil retten. Gütiger Gott, ich sollte Ihnen sagen, dass kürzlich Männer zu mir kamen, die meine gesamte Forschung kaufen wollten, wenn ich bereit wäre, nur für Sie zu arbeiten. Selbstverständlich lehnte ich ab. Man kann wissenschaftliche Erkenntnisse nicht kaufen. Sie gehören der Allgemeinheit, egal was diese Schurken auch tun. Und damit haben wir Quest 2 für heute erledigt. Das Berliner Fossil sogar mit optionalem Ziel geschafft. Und darum kriegt das jetzt 4 Sterne. Naja, 5 nicht ganz, weil die Story war jetzt nicht ganz so prickelnd. Und ja, gucken wir uns doch mal zum Abschluss noch hier die Musiker an. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wäre schön, wenn ihr mir ein Like da lasst und ein Abo, damit ihr auch beim nächsten Mal mitbekommt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wie immer, bleibt mir treu und empfehlt mich weiter. Bis demnächst. Bye, bye.